Ja, dann hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Diskussionsrunde KI an Sagehochschulen. Mein Name ist Geraldine de Bastion, ich bin Expertin für digitale Transformation und freue mich sehr, heute durch die Diskussionsrunde führen zu dürfen. Und Sie natürlich auch im Namen der Gastgeber des heutigen Symposiums der Katholischen Hochschule für Sozialwesen und der Evangelischen Hochschule Berlin im Namen auch des Hochschulnetzwerkes Digitale Lehre begrüßen zu dürfen. Unser heutiges Symposium ist Teil eines bundesweiten Projekts, konzentrierte Weiterbildung zu künstlicher Intelligenz in der Hochschullehre des Netzwerkes Landeseinrichtungen für digitale Hochschullehre und gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Wir möchten heute jetzt in den nächsten anderthalb Stunden die Chancen und die Grenzen von KI in den hiesigen Hochschulkontexten, also im Kontext soziale Arbeit, diskutieren. Wir möchten gucken, welche Chancen ergeben sich für die Entlastung von Beschäftigten, von Lehrenden, von Studierenden, aber natürlich auch im Bereich soziale Arbeit selber. Aber wie sind vielleicht auch die kritischen Entwicklungen, die damit zusammenhängen, die Risiken, die damit zusammenhängen? Und was macht diese ganze Technologie eigentlich mit uns als Mensch? Wie soll die zukünftige Kooperation mit dem KI-Assistenten eigentlich gut aussehen? Über diese Fragen wollen wir diskutieren hier auf dem Panel, aber natürlich auch gerne mit Ihnen allen gemeinsam. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie es hergeschafft haben in Real Life, trotz Bahnstreik und aller Umstände heute, und begrüße Sie ganz herzlich hier in der Aula, aber begrüße auch ganz, ganz herzlich alle, die im Livestream heute dabei sind. Auch sehr schön, Sie hier heute dabei zu haben, und alle haben die Möglichkeit, sich einzubringen, Fragen zu stellen, also hier im Raum natürlich gerne durch Hand heben. Ich werde auch an verschiedenen Stellen dazu einladen, aber auch sehr gerne über WebEx, entweder über den Chat, wo man Fragen posten kann, oder auch da gibt es später die Möglichkeit, sich dann per Kamera und Mikro dazuzuschalten, wenn man gesehen werden möchte, wenn man die Frage stellt. Genau. Und jetzt möchte ich aber als erstes unsere Diskussionsteilnehmenden begrüßen. Wir haben VertreterInnen von beiden Hochschulen dabei und eben aus drei sozusagen Bereichen, Studierende, die auch als MitarbeiterInnen an der Hochschule tätig sind. Wir haben ProfessorInnen dabei und wir haben die Leitungsebene dabei, um von allen Perspektiven in die Diskussion Einblicke zu bekommen. Ich begrüße ganz herzlich Andreas Pflegel, Jurist und Kanzler. Er studierte Rechtswissenschaftler und war nach Stationen an der Fachhochschule Stralsund und der Hochschule in Neubrandenburg, dann an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin Leiter und bringt seit 2020 hier seine Expertise und Erfahrung im Bereich der Hochschulbildung in die Evangelische Hochschule Berlin ein. Daneben möchte ich ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Petra Mund. Sie ist Professorin für Sozialarbeiterwissenschaft und Sozialmanagement und Vizepräsidentin, ist seit 10 Jahren an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin und seit 2 Jahren Vizepräsidentin in diesem Kontext auch Mitorganisatorin des Symposiums und für das Projekt zuständig. Ansonsten gehören zu ihren Forschungsgebieten Praxisfragen der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere erzieherische Hilfen sowie Organisationen und Trägerstrukturen der sozialen Arbeit. Schön, dass Sie beide da sind. Auf der Lehrenden, auf der Professurseite aktiv haben wir Dr. Professor Sebastian Sierra-Barra da von der Evangelischen Hochschule Berlin. Er ist Professor für Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement und Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Und ganz wichtig, er hat vor wenigen Tagen erst einen Vortrag gehalten zum Thema KI als elektronischer Verstärker sozialer Ungleichheiten in der sozialen Arbeit, Fragezeichen. Und ich freue mich drauf, auch Einblicke aus diesem Vortrag hier in die Diskussion mit einbringen zu können. Und als nächstes auf der Professurebene freue ich mich sehr, Professor Bushana Mayat-Inyaj begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Psychologie mit dem Schwerpunkt Entwicklungspsychologie und Inhaberin der Schwerpunktprofessur Fortbildung, Strukturentwicklung, Forschungsstärke, und forscht unter anderem eben zu Themen in der Mensch-Technik-Interaktion, unter anderem auch sehr spannendes Thema Virtuality in der Neurorehabilitation. Und hat auch wichtig herauszustellen, hier am Anfang Januar einen Workshop zum Thema KI in der sozialen Arbeit gegeben. Da freuen wir uns auch gleich mehr von zu erfahren. Sie ist uns heute zugeschaltet und freuen uns sehr, dass sie aber auch trotz nicht in Berlin sein können, dabei ist.
Und dann begrüße ich ganz herzlich auf Seiten der Studentinnen, auch von der Katholischen Hochschule hier direkt neben mir, Lorenz Pflug. Er ist Student im Bachelorgang Heilpädagogik und studentischer Mitarbeiter im Team SOLG, also im Kontext auch des Projektes, von dem wir hier sind. Schön, dass Sie dabei sind. Und last but not least, ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie auch da sind. Michael Bröse, hier Student an der Evangelischen Hochschule Berlin im Bereich Soziale Arbeit und auch studentischer Mitarbeiter im Bereich E-Learning. Ja, seit 3 Jahren hier tätig und unterstützt Studierende auf ihren Lernpfaden sozusagen. Vielleicht erstmal einen Applaus für alle, die da sind und so als Aufwärmmoment. Wir haben die Diskussion so gedacht, das möchte ich Ihnen schon vorweg sagen, dass wir ungefähr drei Runden haben, 3 Themenbereiche, in die wir uns aufteilen möchten. Wir möchten zunächst jetzt erstmal den Status quo arbeiten, so ein bisschen mappen und gucken, was gibt es eigentlich, über welche KI sprechen wir, welche Rolle spielt die bereits heute. Möchten uns dann danach so ein bisschen den auch kritischen Fragen widmen, was passiert eigentlich durch den Einsatz von der KI in unseren Studienbereichen, aber auch in der zukünftigen Arbeit. Und zuletzt möchten wir so ein bisschen philosophisch werden und den Ausblick wagen, was macht diese ganze Technologie eigentlich mit uns. Genau, und einsteigen möchte ich gerne eben mit diesem Mapping und erstmal so zu verstehen, was haben wir eigentlich, worüber reden wir da, was nutzen wir bereits heute schon für künstliche Intelligenzen, für Studierende, für Lehrende, vielleicht auch auf der Leitungsebene. Und würde super gerne mit Ihnen beiden anfangen. Herr Bröse, können Sie da mir einfach mal so einen kurzen Überblick geben? Was nutzen Sie selber als Student schon für KI und welche KI kommt so im Kontext Ihrer Arbeit vor? Also ich habe da so 4 KIs, die ich eigentlich regelmäßig benutze. Die eine ein bisschen weniger, aber zähle ich jetzt auch einfach mal mit dazu. Der klassische Take ist natürlich ChatGPT zu benutzen, ja, aber da dann auch die mit dem Payment Plan, weil es dann einfach ein paar mehr Möglichkeiten gibt, mit diesen MyGPTs ein bisschen was anzupassen und die KI so zu formen, dass sie meinen Anforderungen entspricht. Da das aber mehr so ein bisschen darauf fokussiert ist, gute Texte zu verarbeiten und eventuell, wie ich es auch schon mal vorgestellt hatte, diese PDF-Dateien, die man hat und gerne benutzen möchte, hochzuladen und die dann zu benutzen, die Texte ein bisschen besser durchzugehen. Dafür finde ich das ganz gut. Was ich aber ganz gut finde, um zu researchen, wäre dann eher so eine KI wie Sciespace. Ist dann nicht unbedingt dafür da, direkt etwas zu generieren, aber diese wissenschaftlichen Datenbanken durchzusuchen und fasst mir dann viele von den besten Ergebnissen schnell zusammen. Das finde ich sehr hilfreich, einfach um einen schnellen, guten Überblick dazu zu bekommen, was gibt es überhaupt so in den ganzen Datenbanken, welche Studien, welche PDFs finde ich dazu. Und etwas, was so ein bisschen breiter das Web durchsucht, wäre Perplexity. Dazu gibt es dann auch die Möglichkeit, eben einzustellen, möchte man eher akademische Quellen, möchte man eher das gesamte Web durchsuchen. Dafür dann, wenn man schnell viele Quellen finden möchte und dann einen kleinen zusammengefassten Text bekommt, der einem zeigt, da habe ich das hergenommen, da habe ich das hergenommen, was ChatGPT eben leider nicht kann. Mhm. Über diese Bing Search ist noch ein bisschen limitiert. Perplexity macht das mittlerweile ganz gut. Und zum Erstellen von Präsentationen habe ich herausgefunden, dass sich Tome recht gut eignet, aber auch nur, wenn man sie gut genug füttert. Also wenn man Tome gute Anweisungen gibt, gute Bilder gibt und schon vorgefertigte Texte einfügt, dann bastelt er einem eine ganz gute Präsentation mit Überleitungen. Das hat sich für mich als sehr erfolgreich erwiesen. Dankeschön. Ich habe aus mehreren Gründen mitgeschrieben. Einmal, weil da jetzt Tools dabei waren, die ich noch selber gar nicht kannte und vielleicht mal von meiner Arbeit ausprobieren möchte. Aber weil da jetzt auch schon so viele spannende Punkte dabei waren, deswegen ganz kurze Rückfragen nur. Also einmal generative KI, das ist natürlich das, worüber jetzt alle in den letzten Monaten gesprochen haben, seitdem eben dieses Tool ChatGPT rausgekommen ist, wo auch ganz viele Erwartungshaltungen, aber auch Ängste mit zu tun haben, über die wir auch im Verlauf der Diskussion sprechen wollen. Und das heißt, Sie investieren da rein, privat, für die bezahlte Version, weil sie denken, das nützt mir was, da habe ich einen Mehrwert daraus. Das habe ich richtig verstanden. Okay, das ist schon mal super zu verstehen. Und was ich auch einen ganz wichtigen Punkt fand, war dieser Punkt, dass diese KI nicht einfach, ja, sozusagen auf Knopfdruck, natürlich irgendwie schön, aber dieses Anfüttern, das Fragenstellen sozusagen, das Customizen würde man auf Englisch dazu sagen vielleicht, dass das auch ein wichtiger Prozess ist in der Nutzung der KI.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das einmal, am 6. haben wir so ein kleines Beispiel durchgespielt. Da habe ich vorgestellt, dass ich für das Seminar Positive Psychologie, ich weiß nicht, ob Frau Lübeck jetzt zuschaut oder nicht, aber ich sage es jetzt einfach mal, da habe ich die KI einmal mit ein paar von ihren Dateien gefüttert und habe der KI gesagt, guck mal, du bist jetzt mein Mentor für Positive Psychologie. Du hast jetzt alle Dateien, man kann bis zu 10 Dateien hochladen. Du hast jetzt alle Dateien, die du brauchst, um sozusagen ein Experte in positiver Psychologie zu werden. Hilf mir doch mal, meinen Vortrag gut aufzubauen. Und dann habe ich die KI so ein bisschen über, weil es ja ein Language Model ist, ein bisschen mit der geschrieben, sie so angepasst, bis ich gesagt habe, okay, das ist vielleicht ein ganz guter Mentor, der ist auch ein bisschen aktiver und sagt, begrenzt dich nicht nur das auf das, was ich sage oder ihm schreibe, sondern gib mir vielleicht auch da einen Vorschlag, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Das ist mittlerweile über diese MyGPTs wirklich gut möglich. Und dann haben wir das so durchgespielt. Das war natürlich nach meinem Vortrag bei Frau Lübeck, ne? Also, aber... dann, das, was dabei herausgekommen ist, das war wirklich gut. Eine gute Vortragsstruktur, ein gutes Thema, also begleitet einen sozusagen dadurch und hilft einem zu brainstormen. Ja, ja. Das habe ich schon von vielen gehört. Ne? Gerade wenn es Menschen gibt, die Probleme haben mit dieser berühmten leeren weißen Seite, ja, dass es dafür einfach eine gute Unterstützung sein kann. Total. Letzte Nachfrage nur noch mal ganz kurz. Das heißt jetzt auch im Arbeitsbereich, in der Unterstützung, im E-Learning-Bereich, da gibt es einfach auch eine Reihe von Fachtools, die da genutzt werden, die über diese generativen KIs hinausgehen. Und da würden Sie sagen, das unterstützt auch Ihren Arbeitsalltag da drin. Ja, total. Dankeschön. Dann Herr Flug von ihm möchte natürlich genau dieselben Sachen wissen. Vielleicht können Sie ganz kurz damit anfangen, mir nochmal einen kleinen Überblick zu geben. Sie leisten sozusagen technische Unterstützung im Rahmen Ihres Jobs. Was beinhaltet das alles? Also welche Tätigkeiten beinhaltet das so? Das beinhaltet allen voran Studenten und Studentinnen dieser Hochschule in digitalen Fragen zu unterstützen. Also wenn irgendwelche Probleme vom WLAN angefangen bis über Moodle-Kurse, wie man sich da einloggen kann, bis hin zu, wie kann man online gemeinsam Präsentationen vorbereiten, ohne nebeneinander sitzen zu müssen. Also all solche Dinge. Wenn es da irgendwie Probleme bei gibt, dann sind Vanessa, die sitzt im Publikum, und ich hier in der KSB die studentischen Mitarbeiterinnen, um da zu unterstützen. Jetzt hatten wir im Vorgang kurz miteinander gesprochen und da hatten Sie mir schon mal verraten, das ist ja eine der großen Ängste, die auch oft mit KI zu tun hat, wann ersetzt mich diese KI, wann kann die eigentlich meinen Job machen? Ja. Und da haben Sie mir erzählt, dass Sie mal geguckt haben, funktioniert das eigentlich schon, kann die KI Sie schon ersetzen? Ja. Welche KI war das und was war der Befund? Also ich habe Google Bard ausprobiert dahingehend und habe einfach mal gefragt, wie logge ich mich in das WLAN an der KSB ein? Und da habe ich gesehen, ja, kommt eigentlich schon ziemlich gut was rum. Auch direkt die Ansprechperson wird vorgeschlagen, an die ich mich dann wenden könnte. Also auch welches Passwort man braucht, welche E-Mail-Adresse. Und also das ist schon ziemlich krass, fand ich. Also hat mich überrascht. Und dahingehend finde ich KI auch als persönlichen Assistenten, also vor allem als so Tech-Support irgendwie ziemlich spannend, dass es ja eben möglich ist durch KI. Ja. Bard, vielleicht nochmal, ist von eben Google auch eine offene generative KI, die ein bisschen später jetzt als ChatGPT rausgekommen ist, aber dafür schon mit dem Internet angebunden ist und deswegen sozusagen auch mehr kann als die kostenlose Version von ChatGPT. Vielleicht ganz kurze Teilnehmendenunfrage. Tut mir leid, die im Livestream auszuschließen, aber von denen, die hier sind. Wer hat denn alle schon mal ChatGPT benutzt? Alle? Wer hat schon mal alles Bard benutzt? Übrigens nach unserem Vorgespräch sehr erfolgreich. Und wer benutzt vielleicht andere eben von diesen Fach-KI-Systemen, die Herr Bröse auch schon erwähnt hat, die jenseits von diesen generativen KI sind? Da gehen nur noch ganz wenige Hände hoch. Okay, auch schon mal spannend zu sehen. Das greift jetzt schon ein bisschen so dieser philosophischen Ausblicksfragerunde vor, aber wenn man jetzt sieht, was die alle schon kann, haben Sie davon schon mal dann ein bisschen überlegt, wie würden Sie sich in Zukunft vielleicht eine Arbeitsteilung mit dieser KI vorstellen, die für Sie sinnvoll sein könnte? Nicht, also noch nicht
Ich habe da gerade keinen philosophischen Input. Oder nein, Entschuldigung, das war jetzt auch so. Aber ist es vorstellbar sozusagen, dass das irgendwie Arbeit abnimmt und dann eine andere Arbeitsteilung auftaucht in Zukunft, als wie es jetzt ist? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also, oh Gott, jetzt. Oh. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem. Gar nicht schlimm, wir können ja da nochmal hin zurückkommen. Weil ich glaube, eine Frage, die wir so ein bisschen angucken wollen, ist, wo wollen wir vielleicht auch eben, also sozusagen überlegen, wo ist die Grenze, wo man solche KIs nutzen möchte in Zukunft? Und wo ist wirklich auch eine gute Arbeitsteilung mit einer KI möglich? Deswegen, super, vielen Dank. Vielleicht als letzte Frage nochmal, wie ist es denn mit der eigenen Nutzung, Sie als Student, ist das ähnlich bei Ihnen wie bei Herrn Bröse mit der Nutzung? Oder wie sieht es da so aus? Also das tatsächlich hat mich sehr, sehr überrascht, was Michael gerade alles erzählt hat dazu. Ich war gestern noch im Stupa und habe mich umgehört, wie deren Perspektive so da drauf ist. Und da ist vor allem rausgekommen, dass echt unter der Studierendenschaft noch relativ wenig Ahnung da ist, was erstens erlaubt ist, wo es ja Regulierungen braucht, beziehungsweise ja, wofür man KI nutzen darf. Es gibt ein bisschen die Angst davor, sie zu benutzen, weil auch ein bisschen das Gefühl da ist, dass es irgendwie tabuisiert wird. Also ChatGPT bloß nicht nutzen. Und dahingehend gab es aus dem Stupa eben echt die dringenden Wünsche nach sehr viel mehr Workshops, wie Bojana auch angeboten hat, vor ein paar Wochen, glaube ich. Und also einfach, dass mehr darüber berichtet wird, was erlaubt ist, welche Tools es alle gibt, das hat mich echt ziemlich überrascht. Also, auch viele Sachen zur Literaturrecherche natürlich, wo es einem viele Arbeiten abnehmen kann und man sich nicht durch diese Unmengen an Papern, die heutzutage veröffentlicht werden, alle durchklicken muss und eben direkt das vorgeschlagen bekommt, was wirklich relevant für einen ist. Ja, danke. Es ist vielleicht schon die nächste Veranstaltung. Wir buchen Herrn Bröse für einen Peer-Learning-Workshop zu KI-Tools. Also genau, sehr gut. Dann vielen Dank schon mal. Würde ich jetzt gerne so ein bisschen reinzoomen auf die Perspektive der Lehre. Frau Boschana, wie nutzen Sie heute schon KI in Ihrer Arbeit? Also gibt es dazu sozusagen ein Kompendant von dem Bild, wie die Studierenden KI nutzen, wie Sie in der Lehre heute schon KI nutzen? Ja, definitiv. Ich war auch positiv jetzt überrascht, dass die Studierenden so vieles ausprobieren. Bei mir ist das auch eher diese bekannte Programme und in wissenschaftlicher Arbeit mache ich viel mehr Licit. Das ist auch so eine Zusammenfassung ähnlich zu dem, was schon beschrieben wurde, wo die Treffer vorgeschlagen werden, kurze Zusammenfassungen, aber man auch sehr viele Möglichkeiten hat, die Suchen einzugrenzen oder irgendwie in die bestimmte Richtung zu lenken. PowerPoint habe ich noch damit nicht erstellt, aber finde ich auch spannend, sowas zu machen. Vielleicht probiere ich es demnächst. Und was ich gerne nutze, sind Bildverarbeitungssachen. Das schon immer Traditionen mit PowerPoint und jetzt mit KI finde ich es auch ziemlich spannend, was da alles geht. Ja. Das ist jetzt aber weniger für die Lehre, sagen wir so, das privat. Ja, beziehungsweise so diese Symbolbilder, die man immer für Präsentationen braucht und nie wirklich gute mit freien Lizenzen im Internet findet, da ist natürlich jetzt so eine ganze Welt von Möglichkeiten eröffnet. Jetzt, möchten wir gleich auch noch mal weiter reinzoomen. Vielleicht machen wir gleich noch mal direkt mit ihm weiter. Aber wir hatten es schon erwähnt, dass Sie auch einen Workshop dazu hatten, dass Sie sich einmal angucken, wie wird es bei Ihnen in der Lehre direkt genutzt, aber wie findet auch KI in Kontexten sozialer Arbeit heute bereits statt. Können Sie da ein bisschen Einblick aus dem Workshop geben und einfach auch mal so ein bisschen dieses Feld skizzieren, was ist da heute bereits alles schon möglich und im Einsatz? Ja, vielleicht zuerst KI in der Lehre, wenn wir wissenschaftliche Studien schauen, da sehen wir, dass KI eigentlich schon seit 20, 30 Jahren ein Thema in der Lehre oder in der Bildung insgesamt ist, mit vielen intelligenten Tutoring-Systemen und so weiter, die natürlich mit ChatGPT und aktuellen Anwendungen nicht zu vergleichen sind, aber es ist trotzdem
künstliche Intelligenz im Hintergrund ist, um Lernprozesse an die Bedürfnisse der Lehrenden eigentlich anzupassen. Wir haben jetzt vor kurzem eine Studie durchgeführt. Ich saß diese Woche an Datenauswertung, ganz traditionell, ohne künstliche Intelligenz. Wir haben Studierende deutschlandweit in Studiengang Soziale Arbeit, also in Bachelor, Master und auch Promovierende gefragt, wofür sie und wie viel ChatGPT aktuell nutzen. Und 83% haben gesagt, dass sie zumindest einmal damit irgendwie studiumbezogene Aufgaben erledigt haben, also dass sie es eingesetzt haben. Und häufige Nutzung findet man sogar bei 30% unseren Studierenden, aber Stichprobe vor knapp 900 Studierenden insgesamt. Das heißt, da ist sehr viel, was eigentlich passiert, was wir als Lehrende vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, aber unsere Studierende sind damit schon ziemlich stark konfrontiert. Gibt es auch Anteil, dass es nicht nutzt, aber doch recht viele versuchen es zumindest ansatzweise einzusetzen. Genau, häufig sind das Klärungsfragen, Textbearbeitung, da sind so Hauptbereiche. Was auch spannend war, wir haben gefragt, ob die Hochschulen das Thema künstliche Intelligenz oder konkret ChatGPT thematisiert haben, und da ist circa 50% sagen ja, 50% sagen nein, aber eigentliche Nutzung ist davon absolut nicht beeinflusst. Das heißt, auch die Hochschulen, die sich mit dem Thema nicht aktiv beschäftigen oder auseinandersetzen, haben trotzdem Studierende, die diese Tools schlussendlich im Studium nutzen. Das vielleicht, was KI in der Lehre betrifft. Und vielleicht ganz kurze, wenn ich da nur ganz kurze Pause machen darf, nur um einmal zu fragen, und dann kommen wir gleich zurück auf den Workshop und die Erkenntnisse im Bereich soziale Arbeit. Aber vielleicht ganz kurz mal an Sie, Frau Mohn, Herr Pflege, überraschen Sie diese Zahlen? Sind das ungefähr Einschätzungen, die Sie erwartet hatten? Also gerade mit der Aussage, eigentlich macht es keinen Unterschied, ob sich die Hochschule damit schon dezidiert beschäftigt hat. Die Studierenden nutzen das in den Volumen, wie es gerade vorgestellt wurde. Ist das... Also da kann ich ja gerne anfangen. Also mich überrascht es nicht. Ich denke, dass zunehmend wir Studierende entweder schon haben, wie jetzt, dass sie das aktiv nutzen, oder auch, dass Studierende zukünftig an unsere Hochschulen kommen werden, die da auch schon ganz anders mit in Kontakt früher schon gewesen sind. Wir waren 2021, waren wir alle miteinander so in der Situation, wir sind konfrontiert, benutzen es und sind dann jetzt in einem Prozess, wo die Nutzung von KI immer stärker und auch früher eine Rolle spielen wird. Also von daher denke ich, dass wir uns auch als Hochschule mit der Frage auseinandersetzen müssen, nicht jetzt, also jetzt ohnehin, aber zukünftig auch mit der Generation von Studierenden, die dann nochmal anders damit, man kann ja fast sagen, groß geworden sind. Ja, ich kann das Bild für die EHB nur bestätigen. Ich glaube, die Zeiten, wo wir so in unseren Professionen ein bisschen mit staunenden Augen geschaut haben, was an technischen Hochschulen so passiert, sind längst vorbei. Also staunend auch im Sinne von skeptisch, hinterfragend. Aber es gilt eben nicht für alle. Wir haben eben auch noch einen großen Teil, Sie hatten es ja auch angedeutet, dass doch ein nicht zu vernachlässigender Anteil unserer Studierenden, vielleicht auch gerade unsere Studiengänge im Sagebereich gewählt hat, weil eben aus Gründen da eben die Zugänglichkeit noch nicht oder eben auch bewusst gar nicht so da ist. Und das wird auch nochmal eine Herausforderung, diese Kreise zu verbinden. Ansonsten erleben wir ja die gerade hier geschilderte Offenheit in allen Bereichen, die wir dann wiederum versuchen, so ein bisschen auch einzufangen über Regeln und vielleicht ein Stückchen Recht, können wir ja gleich noch reden. Und andererseits, vielleicht ist das aber auch gar kein Widerspruch, haben wir einen hohen Grad und Sensibilität im Rahmen von Datenschutzfragen. Sehr schnell kommen wir auch in der Hochschulverwaltung, wenn wir neue Systeme einführen, genau an diese Fragen, das ist ja auch richtig, die dann aber zum Teil auch wirklich exzessiv durchdiskutiert werden.
Andererseits geben wir alles, und da funktioniert ja letztendlich KI, ChatGPT ist das Beispiel dafür, über unsere Eingaben, die wir dann dort zur Verfügung stellen und eigentlich dieses Thema hier zum Wachsen bringen. Also dieser Widerspruch wird vielleicht auch nochmal eine Frage in unseren Bereichen sein, wo ich im Moment auch noch keine so ganz richtige Antwort habe. Ja, danke schön. Danke. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück und beenden sozusagen unser Mapping mit dem Einblick, was es denn schon alles im Arbeitsbereich gibt und Einsatz findet. Dazu hatten Sie, wie wir schon gesagt haben, vor kurzem einen Workshop und können vielleicht daraus noch ein bisschen berichten, Frau Meinert-Injac. Genau, was ich auch vor allem geschaut habe, ist der Bereich soziale Arbeit. Und da sind im Ausland auch seit mehreren Jahren einige Testversuche, sind schon 2012 gestartet in Australien oder auch 2016 in der USA mit Programmen, die sich zum Beispiel auf Risk Modeling, also Risikovorhersage für bestimmte Ereignisse auseinandergesetzt haben, vor allem im Bereich Kindeswohlgefährdung. Manche sind erfolgreich, manche sind weniger erfolgreich. Da gibt es, ich glaube, vieles Learnings, die man mitnehmen kann, also vieles, was man beachten muss, wenn man so ein System entwickeln möchte. Aber de facto gibt es auch viele Vorteile, die zum Beispiel da festgestellt werden könnten und Verbesserung der Effizienz und solche Sachen, die auch zunehmend relevant sind, weil einfach überall Fachkräfte fehlen und auch die Frage, wie schnell man Entscheidungen in solchen Situationen treffen muss, eine wichtige Rolle spielt. Genau, das war der Fokus. Was noch denkbar ist, sind Chatbots, die auch in Deutschland zum Teil bereits im Einsatz sind. CariTalk gibt es bei Caritas als ein Chatbot, das bei Informationssuche und Weiterleitung von Anfragen geschaltet ist und scheinbar sehr gute Erfahrung damit gemacht wurde, aber auch im Bereich Therapieberatung begleitend mit richtiger Therapie, also nicht als Ersatz, sondern begleitend, sind einige Anwendungen schon im Einsatz, auch in Deutschland. Da sind wir aber in meiner Wahrnehmung noch recht zurückhaltend. Ja, dann noch mal eine ganz kurze Frage hier und entschuldige, dass du so, wir kennen uns vorher, deswegen gibt es auch das heißt, du auf dieser Achse hier warten musstest, aber ich komme gleich zu den Kreis zu schließen. Aber ich wollte vorher noch mal einmal kurz wissen, mit Hinblick auf das, was es alles schon gibt und der Tatsache, dass bald ein Studiumende vielleicht bevorsteht und der Einstieg in dieses Arbeitsfeld, fühlen Sie sich da gut drauf vorbereitet? Wünschen Sie sich vielleicht andere Elemente, die ja zur Arbeit mit diesen Technologien oder zur Auseinandersetzung damit beitragen, die Sie jetzt im Studium nicht hatten? Also außer dem Workshop von Herrn Bröse. aus meiner Perspektive würde ich sagen, das ist eigentlich natürlich ein bisschen so, aber das ist ja eine Thematik, die wirklich uns alle betrifft. Ja. Also wir alle sind jetzt auf eine neue Art und Weise mit dieser Technologie konfrontiert. Und deshalb denke ich nicht, dass ich mich persönlich schlecht darauf vorbereitet fühle. Also vor allem im sozialen Bereich, das ist ja auch immer so eine Sache, da kommen wirklich technische Neuerungen ja gefühlt erst 10, 20 Jahre später an. Deswegen Betriebe, in denen es heute genutzt wird, glaube ich, gibt es noch gar nicht so unbedingt. Zumindest im sozialen Bereich. Deshalb bin ich da relativ optimistisch, dass ich da diesen Weg in das Berufsleben recht gut gehen kann, mit dem, was ich bisher mitgenommen habe, auf einer pädagogischen Ebene vor allem. Ja, ja. Dankeschön. Herr Bruse, Sie haben ganz viel mitgenickt. Das trifft ja auch so für Sie zu. Ja, ich kann mich also wirklich eigentlich nur anschließen. Ich sehe das Problem gar nicht eigentlich da drin. Wie verhalte ich mich dann? Muss ich mich anders verhalten in meinem professionellen Umgang mit den Menschen oder Klienten, denen ich dann begegne? Aber für mich stellt sich dann auch die Frage, was verändert es für die Klienten zum Beispiel, wenn ich dann in der Arbeit beispielsweise mit psychisch erkrankten jungen Erwachsenen bin und ich bringe jetzt einfach mal, ich kreiere jetzt einfach mal so dieses Fallbeispiel von jemandem, der hochgradig videospielsüchtig ist, der dann aber zum Beispiel auch Mods installiert hat, die ChatGPT in diese NPC-Figuren integrieren. Und ich kenne so einen wirklichen Fall davon,
wo es dann auch schon dazu gekommen ist, dass dieser dann gar nicht mehr sich mit seinem eigenen Leben identifizieren kann, weil diese Menschen alle auf der virtuellen Ebene auf einmal existieren und er kann sich mit denen wirklich unterhalten. Wie kann ich da wirklich durchbrechen? Und ich weiß nicht, ob es dazu schon Konzepte gibt, wie weit es schon erforscht ist, ob es da Ansätze gibt. Aber sowas macht mir auf jeden Fall Bedenken. Inwieweit kann der menschliche Kontakt davon ersetzt werden, wenn es schon so weit ist, dass es nicht nur geschriebener Text ist, sondern dass auch Mimik, Gestik etc. Künstlich hergestellt werden kann. Wie komme ich als Sozialarbeiter bei den Menschen dann noch gut an, um zu sagen, hey, du musst jetzt diese Überwindung gehen, dass du mit richtigen Menschen in Kontakt trittst und es reicht nicht, nur mit künstlichen Menschen in Kontakt zu treten. Wunderbar, danke schön. Ich glaube, das war jetzt eigentlich auch eine wunderbare Überleitung, denn es geht ja auch gerade in der Frage, wie findet KI in der Lehre, in der Hochschule statt, nicht nur darum, worum wir uns jetzt viel in dieser ersten Fragerunde beschäftigt haben, was sind die Tools und wie nutze ich die Tools, sondern gerade auch die inhaltliche Auseinandersetzung damit, was bewirken all diese Technologien, welche Auswirkungen haben die eben vielleicht auch auf die Menschen, mit denen man arbeitet und eben auch auf einen selber. Und ich glaube, das ist eine Ebene, wo diese Technologien auch eben in deiner Arbeit eine Rolle spielen. Kannst du da einen Einblick geben, welche Auseinandersetzung du mit dieser Technologie im Rahmen von deiner Forschungsarbeit und deiner Lehrarbeit hast? Genau, also jetzt nicht, weil wir in der gleichen Hochschule sind, sondern mir geht es genauso. Ich habe, als ich Micha zugehört habe, dachte ich auch, wow, muss ich alle mal ausprobieren, die Tools kenne ich alle nicht. Ich bin sozusagen von Hause aus Medienanthropologe, das sage ich deshalb, weil die künstliche Intelligenz, wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, Eliza als 70er Jahre von Weizenbaum sozusagen mit hervorgebrachtes Beratungstool, ja, als Testballon. Aber es stimmt, wir haben die Frage, wenn ich es richtig verstehe, glaube ich, hat die werte Kollegin ja, glaube ich, bis auch in die Antike verwiesen. Also die Frage der künstlichen Intelligenz als Menschentraum oder so, kann man von meiner Perspektive aus zwei Richtungen denken. Das eine ist, wir sind mit der technischen Entwicklung konfrontiert oder wir können, ich mag immer den Nürnberger Trichter, ja, als so ein Bild, wir erziehen Kinder in Input-Output-Modellen zu einer Art von künstlichen Menschen. Ja, also alle, die wir hier sitzen, wenn man aus der Kulturanthropologie kommt oder so Goffman, da sind sozusagen alle spielen Theater oder ich habe die Rolle des Professors jetzt oder was auch immer. Sie sind Studierende und was auch immer, Eltern. Wir sind ja alle in dem Sinne künstlich, weil wir nicht natürlich im Sinne von, wir kommen auf die Welt und dann sind wir das, was wir sind, sondern wir werden im wahrsten Sinne des Wortes, wie sagt man, geprägt, sozialisiert, kulturalisiert und so weiter. Das heißt, was heißt das zu begegnen? Das mache ich in meiner Lehre. Ich diskutiere mit den Studierenden aus meiner Perspektive, ich sage das ganz selbstbewusst, das, was wir als technischen Bereich bisher definieren, der lernt jetzt von uns. Ja, das mag eine lange Zeit so ausgesehen haben, als würden wir zu spät kommen, als wäre die Technologieentwicklung immer eine Nase oder zwei oder fünf voraus und das Soziale kommt hinterher. Seit wir über KI jetzt im heutigen Sinne sprechen, hat sich das verkehrt. Das sieht noch nicht so aus, aber de facto sind die, wenn man sich das anguckt, wie sozusagen die Entwicklungslogiken im Technikbereich stattfinden, die sind massiv damit konfrontiert, sich mit Psychologie auseinanderzusetzen, mit Körpertechniken, also im wahrsten Sinne des Wortes, die haben unglaublichen Nachholbedarf. Das ist aber nicht so, deswegen warne ich davon, dass ich glaube, dass das Spiel ist kein Konkurrenzspiel. Das ist nicht so, dass das Soziale jetzt im Vordergrund steht, sondern das Problem ist genau das, was ich mit den Studierenden auch diskutiere. Vielleicht sind wir jetzt mit der Situation konfrontiert, dass das Technische und das Soziale sich gar nicht so voneinander trennen lassen. Und ich mache das in meinen Seminaren. Ich sage genau das, was hier schon performt wurde. Wir gucken mal, was passiert, wenn ihr individuell, nicht mich, also die Frage war ja zum Beispiel, ersetzt, ja, kann so eine KI mich ersetzen? Das gilt für mich auch. Ich teste das mit meinen Studierenden, da ich sage, alle die Fragen, die wir in einem Seminarkontext entlang zum Beispiel eines Textes, wir haben ein Objekt, ja, mit Inhalten und dann gibt es traditionellerweise irgendwelche Fragestellungen oder Diskussionsgrundlagen. Anstatt das mit mir oder im Kurs zu diskutieren, diskutiert ihr das in kleinen Gruppen oder sogar individuell mit einer KI. Und dafür gibt es eine halbe Stunde Experimentierzeit und dann sammeln wir mal. Und das kann man, wenn man das analog, in Anführungsstrichen, jetzt mal klassisch Seminararbeit macht und dann mit so einer KI, stellt man aus meiner eigenen Erfahrung, ist jetzt nicht repräsentativ, aber fest, eigentlich
die individuelle Auseinandersetzung ist vom Output her sehr viel dichter, also es kommt viel, viel mehr raus, als wenn wir das sozusagen nur im Kurs klassisch, traditionell bearbeiten. Ich sage das deshalb, weil das für mich wirklich die Frage, wo ziehen wir die Grenze zwischen KI, wer ist oft, also ist die Technik die Künstlichkeit oder sind wir das Künstliche, wer produziert eigentlich wen, total herausfordernd für mich ist. Ja? Das sage ich nicht als Wissender, sondern das ist der Forschungsbereich, mit dem ich mich beschäftige. Wow, es gibt sozusagen Wechselwirkungen, dynamische, wo mir gar nicht mehr klar ist, wie wir in Zukunft eigentlich das eine von dem anderen disziplinär und auch begrifflich trennen wollen. Vielleicht so voll. Mhm. Das ist auch, finde ich, ein sehr spannendes Beispiel, sozusagen die KI sitzt mit im Raum und ist Teil von so einer Diskussionsgruppe, also auch nochmal ein sehr schönes Einsatzbeispiel. Jetzt habe ich natürlich in deinen Vortrag reingehört, den man auch auf YouTube sehen kann, nochmal als Schleichwerbung und auch, also von beiden Professoren gibt es dazu sehr spannende Dinge, die man auf YouTube angucken kann, die ich sehr empfehlen kann, als Self-Learning-Situation außerhalb des Symposiums jetzt gerade live hier. Und da ist ja auch nochmal sehr stark auf so ein bisschen diese Hintergrundfragen eingegangen. Wir fühlen uns sehr oft, glaube ich, in vielen Bereichen sehr getrieben von diesen Technologien. Wir nehmen sie sehr selbstverständlich an, eben als Instrumente, als Tools, die unseren Arbeitsalltag eben erleichtern sollen, und hinterfragen in vielen Bereichen vielleicht nicht genügend, wer denn, also auch gerade mit der Frage, die du gerade gesagt hast, wer schafft hier eigentlich wen, wer sind denn die Kreatoren dieser Tools, welche Ansprüche stehen vielleicht noch dahinter, außer der Menschheit einfach praktische Werkzeuge in die Hand zu geben, und wo gucken wir uns eigentlich auch so ein bisschen das große Bild an, von welchen Technologien machen wir uns vielleicht auch abhängig in der Zukunft. Ne? Also gerade da, wo es darum geht, eben vermeintlich kostenlose Tools zu nutzen, wo wir schon in der vorherigen Zeit des Internets auch schon ohne generative KI gelernt haben, dass das alles nicht wirklich kostenlos ist, sondern eben mit unserer Daten und auch anderen Inputs, anderen Arbeiten von uns mit befüttert wird. Wenn wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben, wie so ein bisschen die Selbstverständlichkeit ist, diese Tools zu nutzen und einzubinden, wie sind dann da so deine Gedanken dazu? Also ich meine, das ist auch schwierig, einfach zu beantworten, weil ich habe total Bedenken. Ich finde es gleichzeitig wahnsinnig interessant. Ich glaube, wir kommen, also sagen wir mal so, die Komplexität der Entwicklung ist so groß, das ist keine Frage der Steuerung. Man entscheidet, man will das oder man will das nicht. So läuft das nicht. Ja? Ich hatte dich nie im Kurs, ja, aber ich sage jetzt mal sozusagen unseren Studierenden, Zuhörer jetzt von beiden Hochschulen. Was mich interessiert, ist tatsächlich, dass wir definitiv darüber sprechen müssen, das, was wir als zwischenmenschliche Kommunikation definieren, das konfrontiert uns überall mit der Frage, warum ist es positiv besetzt? Ja? Wann fängt die an, positiv zu sein? Wir haben, nehmen wir mal die sogenannte Technologie raus, dann ist die soziale Arbeit vollbestückt mit den Problemen von nicht gelingender zwischenmenschlicher Kommunikation. Ja? Von, wie heißt es heute, toxischer. Also wir haben viel Erfahrung mit der eigentlich wirklich Herausforderung, wann sagen wir, etwas gelingt und wann gelingt etwas nicht in der Kommunikation. Ich würde sagen, die spannende Frage ist eigentlich mit den Studierenden sowohl das, was wir als zwischenmenschlich definieren, als auch das, was wir als Soziales definieren, wirklich zu durchdenken. Also die Herausforderung für mich heute ist nicht, können wir die Technologie richtig anwenden unter so einem Risiko-Chancen-Schema, sondern wie verändert sich eigentlich die Idee von Zwischenmenschlichkeit und Sozialsystem unter den Bedingungen, dass sich so viele kommunikative Bedingungen oder Voraussetzungen verändern, dass wir in beide Richtungen, das müssen wir diskutieren. Und das glaube ich wirklich gar nicht gegen eine Technologie, das können wir mit der machen, aber das ist eine Herausforderung, das macht total Spaß. Ja, das ist sozusagen etwas, da haben wir keine Blaupause zu sagen, das ist unsere Situation, die müssen wir nur übertragen und dann möglichst mächtig. Herr Flegel hat es schon angesprochen, die Datenschutzfragen sind wichtige, aber sie sind nicht leitend in dem Sinne, dass wir sagen, wenn wir einmal ein Datenschutzgerüst haben, dann wissen wir, wie wir die Welt bauen müssen. Ne, das ist ein bisschen dynamischer. Und ich glaube, an der Stelle, das können wir mal öffnen im Sinne von, wie ihr das seht oder auch aus der Hochschule, die Systemfragen, auch als Hochschulsysteme,
die sind für meine Begriffe konfrontiert damit, dass wir eigentlich unser Grundgeschäftsmodell, nämlich Soziales und Menschliches, überprüfen müssen. Ja? Wir müssen sozusagen eine Idee davon entwickeln, wie wir das heute diskutieren, als Lehrende und Lernende zusammen hervorbringen. Aber wir müssen darüber reden, was sind eigentlich die Grundkategorien, mit denen wir da arbeiten. Die sind, die werden entpackt, sagt man heute. Ja? Blackbox als so das Gegenbeispiel. Vieles, nicht nur im KI-Bereich, sind Blackboxes. Auch unser Sozialsystem ist eine Blackbox. Wir müssen neu entpacken und neu zusammensetzen. Aber wir können es, also ich wäre tatsächlich mal interessiert, wie ihr das seht. Ich auch. Es ist auch generell nochmal ein Reminder, dass Sie sich alle gerne, auch wenn ich keine direkte Frage stelle, einbringen können. Ich schaue auch auf Handzeichen, auch im WebEx, genau. Kurz? Ja, na klar. Ich sehe das eigentlich genauso. Dass wenn man, ich glaube, die soziale Arbeit oder die sozialen Disziplinen waren ganz lange so isoliert, ne, ohne Konfrontation, da hat niemand Konkurrenz gemacht, aber mit dieser fortschreitenden Anthropomorphisierung, die jetzt einfach kommt, dass man dann überlegen muss, was ist überhaupt menschlicher Kontakt? Und da bin ich wirklich voll dabei. Und das wäre, leider ist mein Studium jetzt eigentlich schon vorbei, aber das wäre wirklich interessant, das auch einfach mal durchzugehen, weil wir werden jetzt darauf losgelassen, aber die Nächsten, die jetzt im ersten Semester sind, für die wird es auf jeden Fall essentiell sein. Und ich glaube, da wäre es auf jeden Fall cool, gute Konzepte zu entwickeln und das gemeinsam zu durchdenken. Weil darauf wird ja dann wirklich in Zukunft der Fokus liegen. Darf ich da mal? Also und gleichzeitig muss die soziale Arbeit und die sozialen Professionen als Profession sich auch nochmal damit auseinandersetzen, was ist ihr genuin eigenes und wo muss sie dann generative Intelligenz auch zwar nutzen, aber sich eben nicht von der anderen Profession, sage ich mal so, Technologie affin, das dann quasi sagen lassen und bestimmen lassen. Und ich möchte noch einen Punkt jetzt jenseits dieser Frage aber auch mit in die Diskussion nehmen, nämlich Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie sich auch die kostenpflichtigen Tools leisten, sage ich mal so. Ich denke, wir als Hochschule sind auch gefordert, dass da nicht eine weitere Spaltung dann von den Tools, die sich manche Studierenden leisten können und denen, die sich andere dann eben nicht leisten können. Also das ist mir jetzt nochmal, vielen Dank für den eingangs so inspirierenden Impuls. Ich habe mir auch einige Tools aufgeschrieben. Aber eben, dass wir als Hochschule nicht nur diese Verständigung darüber, wie nutzen wir das, sondern wie machen wir auch die Zugänglichkeit und wie stellen wir das her. Das ist nochmal wichtig. Was ja auch super anschließt an die Frage, welche Systemungleichheiten schaffen wir eigentlich neu, also mit Hinblick zum Beispiel auch auf Bibliotheken und wo sollte solches Wissen vielleicht frei zugänglich sein? Also wo muss man da vielleicht diese digitalen Lösungen, die wir haben, nochmal rückbeziehen auf die Infrastrukturen, die wir eigentlich sozusagen haben sollten in den Wissensbereichen? Aber das wird ja eine Entwicklung sein, die wir auch schon längst kennen, wenn wir Jahre zurückblicken, Diskussionen über PC, Laptop-Nutzung und so weiter. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen hinter uns, natürlich immer hinterfragend. Die Herausforderungen sind ja auch, wie stellen wir das dar, wie führen wir das zurück, auch in die Organisation oder auch in die Lehrumgebungen, die wir an den Hochschulen schaffen, wie wir das Ganze institutionalisieren. Gehen Sie an neue Entwicklungen. Wir sind ja immer gewohnt, entsprechende Umgebungen live zu schaffen. Die letzten Online-Erfahrungen seit 2020 haben ja da auch noch mal von der anderen Seite einen Schub gegeben und viele Entwicklungen da auch möglich gemacht. Ich will darauf hinaus, wie gestalten wir eigentlich Hochschulen? Einmal inhaltlich, aber natürlich auch räumlich. Wir sind ja jetzt schon so weit, ist jetzt der Grenzbereich von KI, aber es gehört natürlich dazu, Sie haben es ja auch geschildert, tatsächlich die Videotechnik einzuführen, VR-Brillen, Räume zu schaffen, die ich mit hohem Geld, mit Glück über Projekte vielleicht schaffe und wo ich dann sage, okay, in 5 Jahren habe ich vielleicht das neue Pflegelabor, wunderbar. Aber wo ich vielleicht doch über eben diese Technik
mit einem verhältnismäßig überschaubarem Aufwand für die Studierenden, für die Lehrenden eine fast live ersetzende Umgebung schaffen kann und wo ich das wieder nutzen kann. Oder Stichwort Pflegeroboter, haben wir alle schon gehört, ich habe auch schon live erlebt, kann man viel dazu sagen, aber ist das dann nicht besser als eben, Stichwort Pflegenotstand, die Betroffenen dann alleine zu lassen und können wir dann, und solche Projekte gibt es ja zuhauf, nicht über unsere Kompetenzen, die wir haben, hier dazu beitragen, dass das eben vielleicht auch in unserem Sinne funktioniert und eben nicht nur die technische Seite dann gesehen wird bei der Entwicklung, sondern eben auch die soziale oder pflegerische. Oder auch ganz interessant, Sie hatten es vorhin angesprochen, Chatbots in der Therapie. Würde man erstmal vielleicht eher kopfschüttelnd sagen, ich habe ja ein Problem, was ich therapeutisch angehen lassen will, auch dialogisch. Aber auch da haben wir Entwicklungen. Und wenn wir bestimmte Bereiche anschauen und sehen, wie lange wir auf Therapieplätze brauchen, ist es dann nicht besser zu sagen, okay, wir ergänzen das und haben dann eine eher Ansprechbarkeit. Die Beispiele sind vielfältig, nicht klar. Und deshalb können wir uns da gar nicht ausschließen, sondern tatsächlich, glaube ich, eben auch das Beste draus machen. Und ist es richtig, dieses, wie soll man sagen, etwas Belächelnde vielleicht unserer Profession, was technische Qualifikationen angeht, das ist wirklich vorbei, das kann ich nur bestätigen, dass wir eigentlich jetzt immer wieder auch über wissenschaftliche Projekte, aber man muss es gar nicht so hochhängen, gefragt sind, gefordert sind, uns hier einzubringen, damit das eben in unserem Sinne auch am Ende funktioniert. Und da sind wir natürlich als Hochschulen gefragt und müssen auch das überdenken, was wir letzten Endes in unseren Modulen Ihnen, uns dann auch versuchen zu lehren. Dankeschön. Frau Shana Mayat-Inyaj, da möchte ich natürlich auch sehr gerne noch mal Ihre Meinung zu hören, Ihre Position zu hören zu dem, was jetzt schon gesagt wurde in der Runde und dann vielleicht gleich noch mal gerne eine Frage anschließen. Aber vielleicht möchten Sie erstmal noch mal kommentieren. Ich habe Sie nur mitnicken sehen zwischendurch. Genau, ja, sehr vieles ist bereits gesagt worden. Eigentlich kann ich das dem allem nur zustimmen, auch insbesondere der Punkt, dass wir uns als Sozialwissenschaftler jetzt allgemein seht da natürlich soziale Arbeit, aber auch stark Psychologie, gefragt sind, bei der Entwicklung der Technologie mitzuwirken. Weil schlussendlich nutzen wir Technologie, weil sie unsere Bedürfnisse abdeckt. Das ist vielleicht auch spannend, was diese Umfrage mit ChatGPT gezeigt hat, dass eben Usability, also wie nützlich diese Anwendung für mich ist, am stärksten die Nutzung vorhersagen kann. Die Studierenden nutzen es, weil sie dadurch schneller, effizienter, besser Informationen finden, die zusammenfassend dargestellt werden und so weiter. Also einfacher Zugang. Und das ist in der Tat ein Riesenvorteil. Und auch so ist das in Aging, im Pflegebereich. Die Sachen bestehen in der Praxis nur, wenn sie wirklich angepasst sind an das, was eigentliche Bedürfnisse von Endnutzern und Nutzerinnen sind. Und dafür ist Expertise, die wir in der Psychologie haben, zum Beispiel, was brauchen Menschen in der Kommunikation, aber auch Expertise im Sozialpflegebereich und so weiter, essentiell notwendig. Keine technische Lösung kann ohne dieses Wissen funktionieren wirklich in unserem Alltag. Genau, das vielleicht noch verstärken. Und es gibt spannende Sachen, was Psychologie bringt, was verändert sich mit Technik. Also wir müssen denken, evolutionär auch jegliche Veränderung, was in unserer Kultur stattgefunden hat, hat uns auch als Menschen geprägt. Es gibt spannende Studien, die zeigen, dass Gehirn von Kleinkindern also besondere Bereiche ausbildet, wenn die Kinder lernen, schriftlich zu schreiben. Das heißt, sie können schon sprechen, also wenn sie in die Schule kommen und schreiben lernen, gibt es dafür direkt messbare Veränderungen in bestimmten Gehirnarealen. Deswegen ist es, ich glaube, zu kurz gesprungen zu glauben, dass uns Technologie und Technologienutzung nicht verändert. Aber ich denke, es ist auch zu kurz gesprungen zu sagen, das ist irgendwie schlecht oder gut per se. Auf die Frage, wie uns das verändert, dazu wollen wir gleich noch mal mehr zu sprechen kommen.
Aber vorher nochmal, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade gemacht haben. Hier sind alle ganz wichtige Stakeholder, ganz wichtige Akteure, die bei der Entwicklung dieser Technologien mit am Tisch sitzen sollten. Ne? Das ist ja was, was man sozusagen aus der User Experience und Softwareentwicklung eigentlich schon in vielen Bereichen lebt und praktiziert. Und trotzdem gibt es natürlich andere technische Bereiche, wo sozusagen die Technikentwicklung davonläuft und ein bisschen vergisst, die Menschen, die damit später arbeiten und leben sollen, auch mitzunehmen. Mein Gefühl ist, da tut sich viel, wenn ich arbeite mit Startups im Berliner Raum, haben wir eine große Ballung an sogenannten Health-Tech-Entwicklungen, also digitale Unternehmen, die sich gerade im Gesundheits- und im Sozialbereich bewegen. Und habe da eigentlich das Gefühl, dass unter so jungen Gründerinnen dieses Bewusstsein sehr stark verankert ist. Aber vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen sagen, ob Sie denken, dass sich da was bewegt und da sozusagen diese Welt ein bisschen aufeinander zukommen oder wo Sie da vielleicht auch noch eine größere Präsenz sich wünschen in der Technikentwicklung. Ich habe fast den Eindruck, dass im Bereich Technik eher Bewusstsein da ist als im Bereich Soziales, sagen wir so. Dass die Technik entwickeln, die wissen, die brauchen uns, aber wir wissen nicht, dass sie uns brauchen. So kurz zusammengefasst. Dankeschön, Frau Mohn. Ja, diesen Punkt, ganz genau. Also, dass wirklich aus den Professionen heraus auf die Technik zugegangen wird und gemeinsam dann, und ich sage jetzt mal mit dem Lead der sozialen Professionen, überlegt wird, wie kann die Technik da die soziale Arbeit unterstützen und nicht das mit ihren Beispielen aus dem Start-up-Bereich, dass andere Professionen im Bereich von Sozialem, von Health eben auch ein Business Case sehen und da sich dann, mit KI dann auch unterstützt auf diesen Markt begeben. Also das finde ich dann ist nochmal so ein bisschen was eine andere Debatte, aber ich finde, dass da soziale Arbeit, soziale Professionen eben, wie Bosana Meinert-Indiac es angesprochen hat, aktiv zugehen muss und die Frage Chatbots, also Sie haben es angesprochen, Herr Pflege, da haben Sie fast schon Ihre Antwort auf, wie gehe ich mit dem psychisch Erkrankten das kann ja dann eben die Brücke sein, die, wenn es ein Chatbot ist, der, mit sozialem Wissen gefüttert wurde und nicht noch vielleicht im ganz tiefen Kern irgendeine andere Hidden Agenda hat. Das ist ja etwas, was passiert oder was passieren kann, wenn Chatbots eingesetzt werden. Aber wenn Sie wirklich mit dem Auftrag von sozialen Professionen auf die Situation zugeht, bin ich doch der Einschätzung, dass es als Brücke genutzt werden kann, um dann 1:1 persönliche Angebote annehmen zu können. Das finde ich, also wir müssen jetzt uns verständigen, ob wir aneinander vorbeireden, das Gleiche meinen oder tatsächlich einen Konflikt haben. Also ich bin total dabei, sozusagen zu sagen, wir haben, so meinte ich das auch vorhin, ne? Es gibt sozusagen aus der wie das definieren wollen, aber sozusagen aus dem Sozialbereich total viele Botschaften, die wichtig sind. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir einander vorbeireden, aber ich würde aus meiner eigenen Biografie heraus, weil ich komme gar nicht aus dem Tech-Bereich, sagen, wenn ich eins 15 Jahre lang gemacht habe, dann das Soziale anzugreifen. Und zwar als Nationalstaat, als sozusagen Kind von Migranten, zu sagen, ich bin nicht bereit, Inklusions- und Integrationsprogrammen zu gehorchen, die aus mir Deutsche machen wollen. Und so. Also sozusagen die Soziallogik steht nicht an und für sich einfach da. Antirassismus, Antidiskriminierung sind Angriffe auf Sozialkonstruktionen, die heißen, wir schließen dich aus, weil du nicht zu unserem Sozialprogramm dazugehörst. Das Soziale ist nichts Gutes. Ja? Also Gemeinschaften können was total Perfides sein, sie können machtvoll sein, sie können ausschließend sein. Das Soziale ist keine Kategorie, die man in den Raum stellen kann und sagen kann, okay, lernt von uns, weil wir die Definition des Sozialen haben. Das bringt mich dazu, ich glaube, so einfach ist das nicht. Das, was wir an Technologieentwicklung haben, sind bewusste Sozialentwicklungen. Ja, also wenn ich mir sozusagen die großen Tech-Unternehmen angucke, die machen nichts anderes als Sozialentwürfe. Ganz bewusst, die schreiben das wortwörtlich in ihren Pamphleten, in ihren Manifesten. Die schreiben, wir bieten neue Sozialverträge an. Wir bieten neue Formen von unternehmerischen Gesellschaften an und so weiter. Sie machen das im Kleinen wie im Großen. Ich glaube, so einfach geht das nicht mehr. Ja? Wenn ich an Foucault denke, das ist jetzt nicht, um irgendwelche Sachen zu droppen, sondern das ist eine Adresse, die wir im Sozialbereich oftmals aufrufen. Seine Analyse war, eine der Analysen war,
als Ergebnis die Bildung Nationalstaaten im 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert, gehen von der nannte das Disziplinargesellschaft hin zu einer biopolitischen Gesellschaft, wo Bevölkerung produktiv gemacht wird als Wettbewerbsstaaten. Das sind Sachen, die soziale Arbeit hängt da mittendrin. Und wie ich die soziale Arbeit zurzeit sehe, ist sie dabei, ich kann jetzt in Deutschland nicht sagen, im Stechschritt schon gar nicht, im Gleichschritt auch nicht, aber sozusagen teilweise mitzutragen, dass wir Wettbewerbsideologien im globalen Maßstab aller EU oder als Nationalstaat weitertragen, indem wir sagen, wir sind bereit, bestimmte Sozialsysteme gegen andere Sozialsysteme in Stellung zu bringen. Und das halte ich für problematisch. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Wir haben, also das sage ich gar nicht gegen dich, Petra, sondern es ist eine Frage, auf der einen Seite haben wir nicht den Sozialbereich, der klar hat, was Soziales ist, und auf der anderen Seite haben wir nicht den Tech-Bereich, dem nicht klar ist, was Soziales ist. Die arbeiten durchaus an verschiedenen Programmen. Ich würde mal so ein Zwischenresümee kurz ziehen und dann gucken, dass wir auch gleich mal öffnen für Fragen, vielleicht noch ein, zwei Punkte hier klären. Ich musste eben kurz deswegen lachen, weil heute in meinem Nachrichtenfeed, den man so morgens durchguckt, die schöne Meldung war, dass Mark Zuckerberg irgendwie halb Hawaii gekauft hat, um da seinen apokalyptischen Bunker zu bauen. Und es stimmt natürlich, dass wir in einer ganz seltsamen Welt mittlerweile leben, wo so viel Macht in den Händen einzelner Plattformen, auch einzelner Männer, die diese Plattform betreiben, liegt. Und die ganz, ganz, also wie ich jetzt aus ganz persönlicher Sicht sagen würde, erschreckende Visionen für die Zukunft für uns alle haben und ganz oft auch wirklich sehr nicht inklusive und bis ans faschistisch grenzende Visionen, wenn man sich Menschen wie Peter Thiel anguckt und andere solche großen Tech-Machtinhabenden. Ne? Und gerade aber deswegen ja, um jetzt nochmal so diesen Rückschluss zu haben, dieses hier ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir auch alle Akteure innerhalb dessen sind und sein sollten, vielleicht gerade umso wichtiger ist, denn ganz oft wird natürlich suggeriert, dass es alternativlos diese digitale Welt, die wir haben, aber da passiert ja auch gerade ganz viel. Wir reden hier viel über gemeinwohlorientierte Digitalisierung, über die Schaffung von offenen, gemeinwohlorientierten Ressourcen und eben so ein Gegenstück vielleicht zu entwickeln zu dieser Technikwelt, in der wir gerade leben. Ne? Und dass deswegen eben auch sozusagen dieses Zusammenbringen von Perspektiven aus diesem Kontext hier und das Entwickeln vielleicht pluralistischerer Angebote auch was ganz Wichtiges sein kann. Deswegen noch eine ganz praktische Frage und dann würde ich gerne öffnen nochmal. Wo kann man sich dann vielleicht neue, die geht jetzt an alle, also gerne einfach Hand hin, wo kann man sich dann vielleicht neue Räume denken oder was wäre da sinnvoll? Also ist es ja auch ein Bereich, wo vielleicht mal auch, das sieht man vielleicht auch in anderen Politikbereichen oder anderen Arbeitsbereichen, auch Hierarchien aufgebrochen werden können zwischen Lehrenden und Lernenden, zwischen auch Leitungen und Lernenden und Lehrenden, um einfach nochmal neu und anders zusammenzukommen, vielleicht eben auch mit anderen Akteuren aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzukommen, um genau das, was wir jetzt hier machen, aber vielleicht auch eben noch in anderer Form weiterzutreiben. Wo findet das bereits schon statt oder wo könnte das noch anders stattfinden, um diese Diskurse so weiterzuführen und vielleicht eben auch bessere Ideen zu entwickeln, wie würde man sich diese digitale Welt eher vorstellen? Na genau, bei uns Hochschulen, Universitäten natürlich eingeschlossen, weil wir ja letzten Endes da Grundlage vielleicht auch ein bisschen Treiber sind. Klar ist dann die Frage, wer treibt wen, aber nicht, also ist ja naheliegend, nicht? Wenn nicht wir, wer dann? Dann werden nämlich genau diese Lücken gefüllt. Klar, jeder Einzelne ist natürlich in irgendeiner Form immer interessengeleitet, aber im Wissenschaftsbetrieb doch gerade in einem hohen Maß von einer Unabhängigkeit. Und wenn wir da nicht einsteigen in diese Bereiche, klar, dann werden die natürlich wirtschaftlich betrachtet. Wir haben natürlich genau auch entsprechende Anfragen, Drittmittelprojekte aus den Bereichen. Aber es ist sehr klug, uns mit unseren Kompetenzen dort genau einzubringen. Also aktiv auf die Sachen zugehen. Wir kennen ja diese Diskussion, nicht? Amazon, MS, Microsoft, ähnliches. Ich glaube nicht, dass wir
da die Entwicklung zurückdrehen können und uns dort als Hochschulen oder Wissenschaftsräume herausnehmen können, sondern genau da einbringen können, da die Finger in die Wunde legen, was ist dann relevant, was muss getan werden. Und wir können ja auch Einfluss nehmen über entsprechende Gutachten, Stellungnahmen über die Politik. Und dann kommen wir wieder auch natürlich zu rechtlichen Fragen, die das entsprechend dann regulieren. Wir haben vorhin über den leidigen Datenschutz gesprochen. Auch das ist ja eine Entwicklung. Man hat erst mal irgendwie angefangen, hat dann gesehen, okay, das müssen wir jetzt regulieren und so weiter. Und genau da kommen wir dann vielleicht auch dahin, dass wir das in einem Maße haben, wo wir, glaube ich, sagen, das ist vernünftig. Also nochmal das Plädoyer ganz stark für uns Hochschulen und Universitäten, da aktiv weit zu sein. Sind wir ja auch, es ist ja im Letzten da auch wieder ein Stück weit Binsenweisheit, aber unsere Professionen können da, glaube ich, noch stärker was tun, auch im genannten Sinne, als wir das bisher so zumindest im offiziellen Bereich tun. Dankeschön. Gerne. Ja, falls ich da direkt anschließen kann. Also ich finde es wirklich wichtig, was Sie gesagt haben, und ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde auch persönlich, dass diese Orte die eigentliche Brutstätte dafür sein sollten, wie wir darüber nachdenken, wie benutzen wir diese Technologie, vor allem als Ergänzung zu unserer Arbeit jetzt in den sozialen Professionen, weil möchten wir denn überhaupt nur ein Teil einer marktwirtschaftlichen Kette sein, die dann sozusagen da mitarbeitet, wie Sie jetzt gesagt haben, sozusagen, die schauen die Tech-Startups, schauen, dass, wie kann man das gut verbinden, oder dass wir schauen, okay, wir haben jetzt sozusagen diesen professionellen Blick da drauf und wir holen uns nicht top to bottom, dass wir herangezogen werden, sondern wir holen uns andersherum jemanden dazu, der uns hilft, unsere Ideen umzusetzen, sodass wir versuchen, das nicht marktwirtschaftlich möglichst effizient aufzusetzen, sondern eben so, dass es wirklich in unser Programm passt. Vielleicht, wir haben jetzt genau gerne direkt kommentieren, sonst hätte ich noch eine Frage. Ja, einen Punkt würde ich da hinzufügen, und zwar, wenn wir als der soziale Bereich dann mit Hilfe von Programmierern, Programmiererinnen irgendwie so unser eigenes Süppchen kochen, das mag zwar irgendwie ganz schön sein, sodass es auf unseren Bereich dann abgestimmt ist, allerdings, was ja wirklich, wirklich gefährlich ist, ist, dass eben wirklich Big Data, was unglaublich viel gesammelt wurde in den letzten 20 Jahren mindestens, dass das irgendwie zugänglich gemacht wird für auch den sozialen Bereich, um Sozialforschung voranzutreiben, um was man mit diesem Wissen alles ermöglichen könnte. Und da ist aber echt die Frage, wie man diese Daten verfügbar machen könnte und nicht so, wie es im Moment gehandhabt wird, dass die Leute, die ihren Finger da drauf haben, echt wirklich unglaublich viel Macht, nicht nur finanzielle Macht, nämlich tatsächlich auch Wissensmacht haben. Und dass man das ein bisschen auflösen kann, das finde ich, ist eigentlich irgendwie eine Notwendigkeit, um ein bisschen dieser Ungleichheit, der wir gerade voll Karacho entgegensteuern oder entgegenkommen, dem ein bisschen entgegenwirken zu können. Ja, das ist, finde ich, sind sehr, sehr wichtige Punkte, und alle diese Punkte werfen immer neue Fragen auf. Ne? Also gerade dieser letzte Punkt zum Beispiel, wäre es besser, wenn es eine öffentlich-rechtliche soziale Medienplattform gibt, die praktisch uns allen gehört oder vielleicht nach einem genossenschaftlichen Modell funktioniert und die dann statt Facebook bei ihren UserInnen erkennt, wenn da mentale Gesundheitsprobleme sind oder auch Krankheiten wie Demenz oder andere Krankheiten, die durch einfach die Interaktion mit meinem Keyboard frühzeitig erkannt werden können. Also ist das sozusagen eine Entwicklung, die wir gut heißen oder besser heißen würden, wenn der Plattforminhaber ein anderer und vielleicht entsprechend der unserer demokratischen Systeme wäre? Oder ist das dann eben zu kritisch? Also genau, wir haben noch viele Fragen, die wir gerne klären möchten oder zumindest ansprechen möchten, aber ich möchte auch Ihre Fragen mit reinnehmen. Deswegen würde ich jetzt mal ganz kurz einen Pause-Knopf drücken sozusagen und dafür Zeit lassen. Ich gucke auch in den Chat. Ich habe eine gesehen, die gerade reingekommen ist, von Rebecca Streck. Wenn davor welche kamen, die kann ich leider nicht sehen. Also okay, super. Dann würde ich mit der anfangen einfach und die kurz vortragen, und Sie können mir sehr gerne Handzeichen geben, wenn Sie auch im Saal Fragen stellen möchten,
Und wenn Sie nicht so laut reden möchten, kann es sogar vielleicht sein, dass wir ein Mikro für Sie haben, zu Ihnen kommen. Genau. Aber erstmal die Frage von Rebecca Streck. Ist es nicht illusorisch, dass soziale Arbeit als Profession es mit dem Technikgiganten aufnehmen kann oder eine Normalität umschreiben kann? In vielen anderen Bereichen hat soziale Arbeit das nicht geschafft. Könnte es nicht dann eher eine Strategie sein, Orte und Räume zu schaffen, die sich dem digitalen Zugriff entziehen? Klassisch andere widerständige Orte zu schaffen, diese auch und diese auch verteidigen. Ich stelle sie mal offen ans Podium und gucke, wer zuerst möchte. Bitte schön, Frau Meinhardt-Injatsch. Ja, ich glaube, dass diese Orte nicht so nachgefragt sind, weil wir uns in unserem Alltag eben schon digital sehr stark bewegen. Und deswegen ist die Frage, ob das menschlichen Bedürfnissen entspricht. Wie gesagt, Technik ist da, weil sie was macht, was wir brauchen. Weil sie Kommunikation mit anderen Menschen ermöglicht, die nicht vielleicht um die Ecke wohnen, weil sie unsere Arbeit effizienter macht, weil sie uns Zugang zu Wissenschaft. Es sind ganz viele gute Sachen, die eigentlich durch Technologie entstanden sind. Und deswegen bin ich eher pessimistisch, dass wir das jetzt irgendwie romantisch umdrehen können, um in eine ganz andere Art der Existenz oder einfach Räume, die so sind. Weil ich denke, dass das einfach ja, nicht so gut nachgefragt wird. Das ist aber jetzt meine Perspektive. Dankeschön. Möchte die noch jemand anders ergänzen? Ich würde was. Ja. Bitte schön. Ja, dem würde ich zustimmen. Ich würde es nochmal also so auf verschiedenen Ebenen versuchen. Also ich kenne das mit Kollegin von mir, ja, Rebecca Streck. Hallo Rebecca, falls du mich hörst. Das ist lustig, Rebecca und ich führen diese Diskussion seit Jahren. Insofern nimmst du das jetzt nicht persönlich, sondern ist es, ich habe Sympathie für die Vorstellung und stelle mir die Frage manchmal selber, ne? Also ich will das gar nicht abtun. Ich würde nur zustimmen. Das eine ist die Bedarfslage oder sozusagen die Praxiserfahrung, die einfach in einer gewissen Weise vielleicht sogar Generationsfragen ja, aufwirft, wer ist überhaupt bereit, in so eine Richtung zu denken. Dem würde ich zustimmen, das ist wichtig. Es gibt aber noch etwas, was mich anders treibt, und das jetzt nicht, weil es wissenschaftlicher ist, sondern ich glaube, es hängt damit zusammen. Wir haben aus der Komplexitätsforschung längst die Erkenntnis, dass komplexe Systeme irreversibel sind. Ja, das heißt nicht, dass sie nicht sich massiv verändern können oder sogar kollabieren können, aber das heißt erstmal, wir haben mit einer Größenordnung der Veränderung zu tun, die, egal was wir uns wünschen oder ernsthaft diskutieren können, aus der Systemlogik heraus sein können, das wird nicht passieren. Ja, und wenn es passiert, dann haben wir ein ganz anderes Problem, nämlich nicht eine gute analoge Welt wieder, sondern haben wir einen Systemkollaps. Das würde ich mir auch für die soziale Arbeit nicht wünschen. Nicht nur, weil ich von der bezahlt werde. aber das bringt mich zu einem anderen Punkt, weil ich glaube, das wäre jetzt sozusagen die dritte Ebene. Also wir haben einmal die Praxisebene, wir haben die wissenschaftstheoretische Empirieebene sozusagen, die sagt, wir können es sogar modellieren. Und dann gibt es aber auch die Notwendigkeit, und die finde ich dann doch interessant, Rebecca. Was folgt daraus? Vielleicht ist das ein Missverständnis in der Suche von, gerade im Sagebereich, Problem Solving heißt es heute. Wir identifizieren ein Problem und dann glauben wir, dafür muss es eine Lösung geben. Und die Probleme, die wir gerade identifizieren, auf so eine absurde Art und Weise, vielleicht gibt es für die nicht so eine Lösung. Ne? Also ich will damit sagen, sozusagen, das wäre einmal gegen dich, aber auch gegen mich, das sozusagen formuliert. Es geht nicht darum, irgendwie schlau zu sein, um zu sagen, jetzt haben wir die Lösung, jetzt bauen wir das so, sondern zu verstehen, wir haben erstmal Entwicklungszusammenhänge und die werfen eine Reihe von Fragen auf. Und so würde ich auch den Raum hier verstehen. Auf diese Fragen gibt es zurzeit nicht unbedingt smarte Antworten, wie man so schön sagt. Wir haben erstmal einen Fragekatalog zu erstellen, bevor wir diskutieren, wollen wir das eine oder können wir zum anderen zurück. Ich würde zustimmen, das hat schon romantische Anleihen. Aber ich bin noch eher bei der Suche nach den relevanten Fragen als bei der Lösungsstrategie. Genau. Pflege, bitte. Nicht ganz unvoreingenommen, als Jurist kann ich natürlich immer nur darauf hinweisen, dass wir uns auf den Weg begeben müssen, dort rechtliche Rahmenbedingungen einfach zu schaffen. Das ist noch nicht so ganz in unserem Bewusstsein, weil natürlich die handelnden Personen auch in der Politik
das vielleicht noch nicht so ganz durchdringen. Aber wie gesagt, wir haben viele Beispiele, Datenschutz mehrfach genannt. Wir haben in großen Diskussionsprozessen ethische Fragen in den Lebenswissenschaften ja geregelt in verschiedenen Bereichen und haben uns dort auch geeinigt, dass nicht alles, was biologisch-medizinisch möglich ist, wir wollen. Das ist zumindest schon mal ein Rahmen. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich loslegen. Es ist hohe Zeit, da sich mehr Gedanken zu machen, was wir zulassen und was nicht. Und ich glaube, was... Oh, bitte schön. Nee, ich wollte nur an dem letzten Punkt, das fast, weil ich bin Sozialarbeiterin und Menschen sind eben jetzt in diesen Situationen und brauchen Unterstützung von Sozialprofessionellen. Also da ist es natürlich wichtig, auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren, aber gleichzeitig auch, ich nehme nochmal Ihr Beispiel, sich die Frage zu stellen, wie gehe ich denn mit dieser Situation des psychisch Erkrankten um und wie komme ich dann als Sozialarbeiterin da auch noch ran und kann möglicherweise Unterstützung geben. Also das vielleicht auch nochmal neben diesen dann großen Fragen. Ja. Ja, danke. Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz sozusagen zusammenbinden den Punkt von Herrn Flegel, dass glücklicherweise diese Erkenntnis, dass nicht alles möglich sein kann, was sollte, was technisch möglich ist, ja auch auf Regulierer-Ebene ankommt und zum Beispiel im EU-KI-Act, der jetzt sozusagen in der Finalisierung ist, genau diese Gedanken ja auch verankert sind, dass KIs nach Risiken bewertet werden und in kritischen Bereichen dann eben auch nicht erlaubt sein sollten oder zumindest kritisch geprüft werden sollten, bevor sie erlaubt werden. Und das betrifft ja auch ganz viel KIs, die gegebenenfalls im Bereich soziale Arbeit genutzt werden könnten. Ich trage nochmal nach. Rebecca antwortet, ich sage nicht, dass wir zurück können. Ich weiß auch nicht, ob ich das will, aber hat soziale Arbeit nicht die Aufgabe, gemäß Foucault Heterotopien zu schaffen, punktuell, konkret, kritisch, radikal. Ich würde nochmal einladen, gibt es noch weitere Fragen hier im Raum? Bitteschön. Wir kommen mit dem Mikro, ich glaube auch für die Aufzeichnung, ne? Ja, aber fürs danach. Dankeschön. Danke. Ich habe nur eine Frage zu den videospielsüchtigen psychisch Kranken. Warum müsst ihr den denn davon wegbringen? Also kann er das nicht auch einfach machen, wenn er das wirklich macht? Also wer sagt denn, dass er ohne das Ganze glücklicher ist? Oder war das einfach nur ein Beispiel? Also es war eigentlich auch nur ein Beispiel. Aber bei ihm war es dann halt wirklich so, dass er sich viel zu sehr mit seiner Videospielfigur identifiziert hat, als er sich mit sich selbst, mit seinem, ich will jetzt nicht wahren Ich, ist ja schon ein Teil seines Ichs, aber mit seinem biologischen Ich in der realen Welt, sage ich jetzt mal, nicht mehr so wirklich identifizieren konnte. Er hat sich selbst vernachlässigt und er hat eben sozusagen sein Sozialleben auf die digitale Welt übertragen. Okay, und also da ist dann, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe auch einen Schulfreund, der ist, ich weiß gar nicht, welcher Magengewebe das ist, ganz ab hier oben komplett gelähmt und der lebt jetzt quasi nur noch in diesen Welten und ist total dankbar dafür, dass es so geht. Das war schon. Wäre es eigentlich sehr spannend, wenn wir noch mehr Zeit hätten, um Frau Meinhardt-Injatsch zu einem kleinen Exkurs zu Virtual Reality und Neurorehabilitation einzuladen, aber das müssen wir vielleicht das nächste Mal aufheben. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Ja, vielen Dank. Es geht hier das Fachkanäste eben so bei der Religionspädagogik und die Theologie ist ja manchmal so ein bisschen rückwärts gewandt und ich wollte eine Erfahrung teilen, die mich sehr beeindruckt hat. Es gibt in Kriegsgebieten ja Online-Universitäten, die eben auch online genutzt haben, als wir in Corona diskutiert haben, ob das nicht auch beschädigend ist und Manifeste verfasst haben für Präsenz. Und die fangen jetzt an, manchmal in Afghanistan und in Afrika, wo Kriege auch noch aktiv sind, eben auch Bots zu nutzen, habe ich gehört, in einem Projekt, das heißt JWL. Und ich finde das eben sehr interessant, weil es, meine ich, anknüpft an das, was auch schon gesagt wurde. Es ist eine ethische Frage, hilft es den psychisch Kranken, wenn die Bots da sind, oder würde es Schlimmeres auslösen? Aber wenn gar nichts da ist, ist es auch aus meiner Sicht eine Form der Barrierefreiheit, die Gerechtigkeit schafft. Und aus meiner Sicht haben sich das auch schon angesprochen, soziale, scheinbar lebendige Leitsysteme sind ja nicht nur gut, wie wir wissen, sondern haben eigene Hegemonien. Und dann habe ich aber doch noch eine Frage. Die Gefahren, die auch angesprochen
Rechtlich gibt es eine Übereinkunft in Europa, die ist stark kritisiert worden, weil sie in Allianz mit den USA einfach nicht matcht und weil Kenner, die das ausgearbeitet haben, sagen, das führt dazu, dass wir hier zwar Vereinbarungen haben, aber alle multinationalen Konzerne, die auch mit Gesundheit und Bildung zu tun haben, einfach von den USA dominiert werden. Und ich merke immer, ich kann es jetzt wieder Ihnen so nacherzählen, aber ich habe kein Bild. Und da würde mich total interessieren, ob die Fachschaft vielleicht mal so eine Story irgendwie, die sich in mein Hirn einhaken würde, ein Gefühl für die Phase käme, parat hätte. Ich habe nur den letzten Satz akustisch nicht verstanden, aber möchte jemand direkt antworten? Dass zu den Gefahren würde mich einfach interessieren, wenn wir das rechtlich nicht gewachsen kriegen. Sie haben es ja auch schon gesagt, rechtlich muss es gemacht werden, um das Ethische zu sichern. Aber wenn es doch stimmt, dass wir jetzt eine Rechtsvereinbarung haben, die zwischen USA und Europa nicht passt, wo sitzen denn da die Gefahren? Also ich merke immer, mir fehlt das Bild. Sebastian zuerst? Also, wenn ich kenne das Mikro kurz. Danke, danke. Also ich finde es total spannend. Ich hab gerade ein Buch zu Ende gelesen von Dirk van Laak zur Infrastrukturgeschichte, also einer der großen Infrastrukturforschenden. Das mag jetzt erstmal weit weg klingen, aber das, wenn man sich die, also so zumindest was er alles sammelt, wahnsinnig weltweit, unterschiedliche Geschichten. Und eine, die ist mir hängen geblieben, die erinnert mich gerade an Ihre Frage, wie sozusagen die Eroberungsgeschichte des Westens der heutigen USA, ja, so im 18., 19. Jahrhundert, weil das alles rechtsfreier Raum waren und die sogenannten Indigenen oder Indianer, je nachdem, wie man politisch korrekt versucht, die zu definieren, sowieso keine Rolle gespielt haben aus der Perspektive der Erobernden, dass zwischen denen, also den Counties und dann den entstehenden Bundesstaaten und so weiter, Wahnsinn, also regelrechte Schlachten stattgefunden haben zwischen Eisenbahnen, Bauer, also die Unternehmen, die Eisenbahn gebaut haben und die aber eigentlich als Landwirte vorher unter Pachtvertrag den Westen hatten. Und die haben es dann über den Haufen geschossen, weil sie sich nicht regeln konnten, wer eigentlich gerade Recht hat und es auch nicht geklärt war. Warum macht er das in der Infrastrukturforschung? Weil er sagt, was passiert ist, zuerst wird gemacht und dann wird reguliert und dann entstehen Infrastrukturen und die werden retrospektiv als Sozialsystem interpretiert und dann gehen die Kämpfe los. Halten wir die aufrecht oder gibt es sozusagen neue, was hätte man gesagt, Landnamen oder so, ja? Und ich glaube, das ist für mich verlockend. Das ist mehr als eine Metapher. Der sogenannte Cyberspace ist eine, also Herr Flegel hat das vielleicht anders gemeint, aber ich habe vorhin schon gedacht, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, der sozusagen die Zeitraumorganisation, die wir durch die sogenannten virtuellen Welten, Mixed Reality, damit wir es nicht trennen, bekommen. Das sind auch Formen der umkämpften Räume und Zusammenhänge, die wir nicht besetzt haben. Weder recht, also da hilft uns Datenschutz nur so weit, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir eine Regel, auf die reagieren wir oder müssen wir reagieren, weil wir uns strafbar machen. Aber in diesem Infrastrukturbuch ist es Wahnsinn. Es gibt keine Infrastruktur, die nicht darauf aufbaut, dass jemand sagt, das ist mein Sozialgesetz. Und das ist blutig. Also es ist Wahnsinn. Dieses ganze Buch ist voller Schlachten, weil die ganze Zeit darum gekämpft wird, wer darf eigentlich sagen, das ist meine soziale Infrastruktur, wer hat die Hegemonie. Und die das nicht wollen, werden entweder bekämpft oder gewinnen dann in der zweiten Runde. Und ich würde sagen, da stehen wir auch. Ja? Ich hoffe dass immer, dass es weniger blutig abläuft. Aber ich glaube, wir haben bei der Frage, welche Regulationsmöglichkeiten, ist immer auch eine Frage, von welcher kulturellen oder Forschungshegemonie gehen wir eigentlich aus, was der Standard ist. Und bei Gesundheit wissen wir das nicht nur. Gerade im Sozialbereich wissen wir, die Standards sind ohne Ende auf der Welt vorhanden. Nennen wir unterschiedliche Kulturen, Psychosomatik, das kann meine Kollegin sicherlich viel besser erklären, aber wir haben nicht den Menschenstandard, auf den wir eine Infrastruktur legen können, sondern wir sind gerade damit konfrontiert, dass wir global vernetzen können, aber keinen Standard dafür kennen. Und wir brauchen ihn auch nicht. Wir können keinen Standard auf die Welt legen. Und das ist eine Herausforderung. Also ich hoffe, das ist jetzt keine Geschichte, aber dass Ihnen das hilft, zu sagen, vielleicht bedarf es keiner eindeutigen Geschichte, um zu verstehen, dass das Problem offen bleiben muss. Ne? Mhm. Und gleichzeitig ist es genau nämlich, ja, was stattfindet. Bestimmte Länder, repräsentiert durch bestimmte Big-Tech-Konzerne, versuchen Standards auf die Welt zu legen. Ja. Dieser globale Wettlauf, den wir in Europa manchmal gar nicht so sehr mitbekommen, zwischen, ganz simplifiziert gesagt, zwischen WeChat und WhatsApp, ne, in welchen Ländern man sozusagen Vorherrschaft hat. Also sehr relevante Parallelen. Eine Frage noch aus dem Chat und dann würde ich sagen, binden wir noch mal hier auf dem Panel ab. Und zwar von Jette Alkrüger. Sie fragt, welche Orte und Möglichkeiten gibt es denn, an
denen Menschen aus dem Technologiebereich und der sozialen Arbeit zusammentreffen, um zu besprechen, welche Bedürfnisse Fachkräfte und Nutzende haben, abgesehen von Hochschulen, um an Entwicklungen als Studis und Fachkräfte teilzuhaben und eventuell auch unter Einbezug von Nutzenden. Frau Meinert-Injatsch, möchten Sie die zuerst aufnehmen? Ja, ich denke, die gibt es aktuell zumindest bei uns nicht wirklich. Also ich könnte nichts benennen, aber genau da müssen wir aktiv werden, um solche Orte zu schaffen. Ja, ja, das ist ja schon mal ein gutes Takeaway, auch sozusagen etwas, was wir mitnehmen können aus dieser Diskussion, irgendwie darüber nachzudenken, wie solche Verbindungen, solche Netzwerke besser etabliert werden können und wie man die eben auch aktiv gestaltet, sodass die Vorzeichen eben sozusagen aus dieser Akteurswelt auch kommen. Dann, also wenn jetzt noch jemand denkt, Mist, meine Frage, dann bitte immer noch melden. Aber ansonsten würde ich sagen, kommen wir noch mal ein bisschen hier zur Diskussion zurück. Wir haben ja jetzt schon ganz viele Themen auf unterschiedlichen Ebenen berührt und unterschiedliche Aspekte skizziert, so von dem ganz Praktischen, ein bisschen den Ausblicken. Ich möchte natürlich gerne auch gerade noch mal von Ihnen, Herr Fliege, und von Ihnen, Frau Mund, hören, was Sie vielleicht mitnehmen. Jetzt haben wir schon mal diesen einen Impuls, den konkreten, solche Orte vielleicht sich noch mal expliziter vorzustellen und zu schaffen. Aber gerade vielleicht noch mal mit Blick auf auf sozusagen diese Experimentierräume, die es geben soll, und die Frage aber auch, mit der Sie sich vielleicht auseinandersetzen, brauchen Hochschulen hierfür andere Regeln? Wir sind jetzt gar nicht so sehr auf diese immer so viel diskutierte Sorge, haben eigentlich alle ihre Hausarbeit jetzt mit ChatGPT geschrieben oder selber geschrieben, eingestiegen. Aber was würden Sie jetzt mitnehmen aus dieser Diskussion und wie denken Sie, dass dieser Diskurs weitergeführt werden sollte nach heute? Also ich kann ja mal den Aufschlag machen und das an eingangs anknüpfen, was Sie auch aus der Studierendenschaft mitgebracht haben. Also das ist zumindest eine Fortführung und ein breiter Diskurs, darüber auch an unserer Hochschule geben muss, eben wie nutzen wir das, wie wollen wir es nutzen, also die, ich sag mal so, Takeaways, Learnings aus dem heutigen Miteinander, die sind ja schon vielfach jetzt auch benannt worden, einfach, dass wir uns auseinandersetzen und die Frage, wie soll das auch Teil in unseren Modulen, Teilbausteinen, Seminaren sein? Wo sind wir uns bewusst, was theoretisch möglich wäre, aber grenzen uns ganz bewusst ab und sagen, nicht alles, was möglich wäre, wollen wir auch nutzbar machen? Das braucht ja auch eine Verständigung. Ich bin mir sicher, da haben wir hier schon allein auf dem Podium, wenn wir diese Frage für uns beantworten würden, ganz unterschiedliche Perspektiven. Da brauchen wir als Hochschule eine Verständigung drüber. Dann brauchen wir mit Sicherheit Orientierung, was darf ich auch einsetzen. Und dann brauchen wir sowohl, da sehe ich mich auch ganz klar als Lernende, auch eine Befähigung, wie nutze ich denn dann auch die ganz unterschiedlichen und wie Möglichkeiten und wie stelle ich da sicher, dass keine Ungleichheit passiert, einfach weil materielle Voraussetzungen, andere Möglichkeiten eröffnen, möglicherweise auch nicht nur materiell, auch die Bereitschaft, sich mit solchen Programmen auseinanderzusetzen, kann ja auch unterschiedlich sein. Und je höher sie ist, desto mehr probiere ich einfach aus. Und das darf dann aber nicht die aus meiner Sicht nicht die Marge sein so für den Einsatz. Also ich denke, wir haben eine ganze Menge an Fragen, die wir auch mit Blick auf jetzt unsere Hochschule da noch diskutieren werden. Dankeschön, Herr Pflege. Ja, naturgemäß ist das Bild an der Evangelischen Hochschule nicht viel anders. Wir kommen letztendlich nicht drum herum, uns unsere Module anzugucken. Ganz klassisch Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Das sieht oder muss heute anders aussehen als vielleicht noch vor 3-4 Jahren. Da müssen wir einfach auch sehen, Ihnen hier die entsprechenden Möglichkeiten oder Einführungen zu schaffen. Klar, Sie hatten es vorhin mit einem Lächeln angesprochen, aber wenn wir über KI sprechen, müssen wir natürlich auch über Prüfungsleistungen reden. Gar nicht so sehr Täuschungen und was wollen wir in diesen formalen Bereichen, sondern
was wollen wir eigentlich von Ihnen als Kompetenz? Das ist ja letztendlich eine Prüfungsleistung. Kann man mal viel diskutieren, was jetzt die sinnvollste Art der Erfassung ist oder eben auch nicht. Aber sind wir da mit unseren klassischen Bereichen, und da denke ich vor allen Dingen an den Bereich der Seminararbeiten, Hausaufgaben oder gerade Bachelor-Masterarbeiten, richtig unterwegs? Wollen wir da nicht vielleicht eine Offenheit gestalten? Im Moment dürfen Sie es nicht. Das ist kein zugelassenes Hilfsmittel, jedenfalls, also wenn es nicht dann eben tatsächlich besonders zugelassen ist. Naja, dann lassen wir es doch zu. Aber dann müssen wir auch über die Bereiche reden. Wo wollen wir es denn zulassen? Wie will ich denn oder wie sollen wir als Hochschulen, wenn wir bei der Prüfungsform schriftliche Hausarbeit, Seminararbeit bleiben, wie gestalte ich die denn? Wie frage ich die Kompetenzen? Das wissen die Kolleginnen und Kollegen alle viel besser, dass sie das eben mitnehmen können, dass das in die Bewertung einfließt und dass dann die Grundlagen klar sind. Nicht, dass sie umgekehrt versucht sind, so halb legal, illegal unterwegs zu sein, wir das aber wissen und dann wiederum das quasi pseudomäßig mit einpflegen und eigentlich weiß keiner so ganz genau, wie es ist und wir können uns unsere Anteile oder unsere Teile nur denken. Der einzige Vorteil ist bei der KI, sie sind dann nicht in dieser ganzen Plagiatsdiskussion, weil, so ist eben der Stand, hier eben kein eigenständiges Urheberrecht sind, sondern wir ja selber die KI über die entsprechenden Algorithmen füttern, aber das nur nebenbei. Interessante Diskussion umgekehrt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum können wir denn nicht eine Seminararbeit einlesen und dann kommt die Bewertung raus? Gut, Moment. Nicht? So, nicht alle sind überlastet. Naja, aber das ist ja genau, eigentlich gehört ja dann dazu, das quasi mitzudenken. Nein, wollen wir natürlich nicht in die Richtung, soll es nicht gehen. Das soll in den Prüfungsordnungen und Hochschulgesetzen ist dann auch die tatsächlich persönliche Bewertung drin, weil sie natürlich darüber hinausgeht über entsprechende Standards. Aber die Gefahr ist groß. Ich würde mal mutmaßen, natürlich nicht an Ihren Hochschulen, aber an irgendeiner Hochschule passiert das bestimmt bereits. ich habe Ihre Hand gehoben gesehen, Frau Meinert-Innert. Ich möchte auch gleich nochmal an Sie übergeben. Nur ganz kurz nochmal, weil wir jetzt gleich am Ende unserer Zeit sind. Vielleicht nochmal, haben wir was nicht angesprochen, was sozusagen aus der Perspektive der Studierenden wichtig gewesen wäre? Und wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, wie vielleicht auch Regeln neu geschaffen werden, was wäre so Ihr Wunsch oder Ihre Empfehlung? Wer sollte die machen? Wer soll damit am Tisch sitzen? Wie sollten da vielleicht auch wieder eben neu, also Hierarchien aufgebrochen werden? Wer soll die erstellen? Ja, da würde ich einfach den demokratischen Grundgedanken irgendwie in den Vordergrund stellen und eben sagen, dass es nicht wieder von oben herab eine Regelung gibt, nämlich tatsächlich von allen Seiten geguckt werden kann, was für kritische Punkte gibt es, aber wo kann es auch wirklich nützlich sein? Oder auch, ja, es muss sich echt die Frage gestellt werden, inwiefern die aktuellen Bildungseinrichtungen vielleicht den ganzen Lehrprozess ein bisschen umkrempeln müssen, tatsächlich nicht morgen, aber irgendwann wird sich das ändern, wie wir lernen und lehren. Also, und das, glaube ich, ist fast unumgänglich. Also, ja. Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich finde auch, dass wir das im gemeinsamen Austausch beschließen sollten. Und was dafür auch, glaube ich, mit am wichtigsten ist, dass auch beide Seiten ein gutes Verständnis dafür haben. Also, dass dann, also man muss die Potenziale, aber auch die Gefahren gut verstanden haben, um überhaupt Regeln aufstellen zu können, mit denen beide Seiten dann auch d'accord sind. Und das würde ich mir auch wünschen, weil so fühlt es sich noch ein bisschen an wie Wilder Westen. Sie haben gesagt, auch halblegal und mit dem Plagiat. Das ist, also es ist ja nicht so, dass Studierende dann sagen, das ist mir egal. Sondern es wirkt ja für sie genauso abschreckend wie für die Studierenden. Dass es einfach noch sich anfühlt wie ein rechtsfreier Raum. Und für mich persönlich war das dann auch so, dass ich bei der Bachelorarbeit dann gesagt habe, ich gehe das ganz konservativ an. Also ich hatte davor schon Religionspädagogik meine Bachelorarbeit geschrieben und bin dann sozusagen verkürzt in soziale Arbeit reingegangen und dachte ich mir, ich mache es einfach genauso wie vorher, bevor ich mich hier irgendwie in eine Bredouille bringe. Aber
Genau, es wäre in dem Moment schön gewesen, wenn man, natürlich wäre das sehr schnell gekommen, aber es wäre schön gewesen, wenn man was hätte, wo man sich langhangeln hätte können. Und genau, das brauchst du dann einfach. Dankeschön. Dann Frau Meinhardt-Injatsch, Sie wollten auch noch mal kurz dazu kommentieren. Und auch wenn wir jetzt am Ende der Zeit sind, würde ich vielleicht noch mal eine kurze Abschlussfrage dann gleich anhängen. Bitte schön. Genau, für mich stellt sich vor allem die Frage, wie wir diese Systeme auch verbessern können, weil ChatGPT und Co. sind einsetzbar in der Lehre, in Forschung, für Datenanalyse, für Semesterarbeiten oder Bachelorarbeiten, aber die sind weit weg davon, dass sie diese Arbeit wirklich sehr gut machen. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und das ist die Frage, wie wir wirklich wissenschaftlich begründete Quellen und nicht internetbasierte Sachen oder irgendwie Verkürzungen eher da stärker im Vordergrund stellen können. Und für mich ist das auch Frage, vor allem mit Bezug auf die Praxis, welche Art von Daten brauchen wir eigentlich in unserem Sozialsystem, dass wir in der Zukunft KI ethisch und aber auch effizient einsetzen können, wenn wir das wollen. Das ist natürlich auch die Frage, die zuerst geklärt werden muss. Ich befürchte, das wird so kommen müssen aus verschiedenen Gründen. Und die Frage, die wir uns aber heute für diese Zukunft stellen müssen, ist, was brauchen wir eigentlich? Welche Grundlagen müssen wir vielleicht auch schon heute schaffen, damit das einigermaßen ethisch vertretbar abläuft? Und auch wirklich biasfrei. Das ist ein Riesenproblem in diesen ganzen datenbezogenen KI-Systemen, die einfach ja, von Datenqualität abhängig sind. Das vielleicht als Schlussfolgerung. Dankeschön, Entschuldigung. Wir haben noch so viele Themen, wo man wirklich tiefer reingehen könnte, die wir jetzt nur wirklich skizziert haben. Ich dachte, wir hätten auch noch ein bisschen Zeit sozusagen für den Ausblick, weil wir sind jetzt wieder an einem sehr praktischen Punkt geendet, was, glaube ich, auch gut ist, dass wir sozusagen beide Facetten mit behandelt haben. Sehr gerne würde ich noch so als Mini-Ausblick, um uns vielleicht damit in den Nachmittag zu entlassen. Wir haben festgestellt im Rahmen der Diskussion, Technologie ist nicht neutral, Menschen sind es auch nicht. Eine der KI-Anwendungen, die ich am spannendsten fand in den letzten Monaten, von der ich gelernt habe, wo man so wirklich denkt, so, ach, was macht das eigentlich mit uns Menschen, wie entwickeln wir uns weiter, ist, als ich gelesen habe, dass wir jetzt Wahl sprechen können, also vor allem Buckelwahl, und das mithilfe von KI möglich ist, ja, eben in eine Kommunikation zu gehen, nicht nur zu verstehen, was die sagen, sondern es war wohl die langweiligste Konversation für einen Buckelwal jemals, weil wir konnten nur Hallo sagen als Menschheit bisher. Aber solche ganz neuen Fähigkeiten, die wir mit solchen Technologien uns ermöglichen, leider habe ich dann gleich den Compendant-Artikel dazu gelesen, weil ich dachte, oh, wie schön ist das, jetzt sprechen wir Wahl und lernen total viel. Und dann hat sich gleich eine Verhaltensbiologin gemeldet und meinte, das ist eine ganz schreckliche Entwicklung, weil die Menschheitsgeschichte zeigt, dass wir eigentlich nur Tiere manipulieren und wahrscheinlich jetzt Wale dazu einsetzen, kriegerische Tätigkeiten. Das war gleich wieder sehr deprimierend. Aber deswegen dachte ich, könnten Sie uns vielleicht nochmal, Sie haben so viele spannende Forschungsergebnisse für uns heute mitgebracht, Frau Meinhardt-Injatsch, nochmal mit diesem Ausblick entlassen. Was denken Sie, was macht das mit uns? Also welche Dinge verlernen wir vielleicht? Welche Dinge lernen wir vielleicht neu dazu? Was ist so ein bisschen Ihr Zukunftsausblick dazu? In der Psychologie gibt es zum Teil Forschung, die sich auch mit Folgen zum Beispiel von Internetnutzung oder Smartphone-Nutzung auseinandergesetzt hat. Künstliche Intelligenz jetzt ist relativ neues Phänomen. Ich habe dazu nichts Konkretes gefunden. Und da scheint es Effekte zu geben, zum Beispiel auf Art, wie wir Informationen verarbeiten. Ob wir uns Mühe geben, sie zu merken oder eher irgendwie schneller Aufmerksamkeit auf neue Inhalte lenken oder auch zum Beispiel auf, im Bereich soziale Kommunikation, wie man miteinander umgeht. Man kann diese Veränderungen weder als gut oder als schlecht bewerten, sondern einfach als anders. Wir nutzen Informationen anders, weil sie anders verfügbar sind. Und ich denke, dass es auch im Bereich künstliche Intelligenz ähnlich sein wird, dass wir einfach andere Art einsetzen als Menschen, diese Informationen zu bewerten oder zu nutzen, zu speichern, wiederzuverwenden oder auch für andere kognitive und soziale Bereiche weiter zu nutzen, sozusagen. Deswegen, aber aktuelle Forschung aus der Psychologie zum Thema künstliche Intelligenz ist mir soweit nicht bekannt. Vielleicht dann beim nächsten Mal.
im nächsten sozusagen Entwicklung, Forschungsentwicklungsstand dazu. Genau, ein Beispiel, was kann ich noch vielleicht verraten, abschließend aus unserem Vorgespräch, was Sie dazu genannt hatten, war die Idee, dass wir vielleicht jetzt alle mit Google unterwegs sind und deswegen verlernen, Karten zu lesen und zu navigieren, aber uns dafür vielleicht auch an ganz fremden Orten fortbewegen können und dadurch weiter in der Welt kommen. Also das vielleicht als Bild, um mich bei Ihnen allen zu bedanken für die spannende Diskussion und für die Teilnahme online und offline und zum weiter drüber nachdenken über diese Themen. Vielen Dank.